Ja, gleich. So, und jetzt sind wir mal beim Rumble hier, Gilde Nummer 1. Schauen wir mal. Aktuell, dieses Match sieht wieder gut aus. Aktueller Stand, sofort und gleich YouTube gegen Aqua Unit Patrol Squad 37.292 zu 26.913. Können wir ganz kurz hier reinschauen in die Matches. Gegen die zwei Siege, zweimal verloren bis jetzt. Einmal gegen die Joes verloren, einmal gegen Gigidi Goo. Und die Punishers haben wir besiegt und Hitchhikers Guild to the Galaxy, da haben wir wieder gewonnen. Jetzt sieht's wieder nach einem Sieg aus. Machen wir mal unser Match. So. Also. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Bob. Dann. Lass ich jetzt erst einmal so. Hier neben dran den Bobby. Und dann hier eine Lila. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Napkin Art. Ja, machen wir mal den Art Student, um nochmal ein bisschen zu heilen. Ja. Okay. So, erstes Match haben wir gewonnen. Und es geht weiter. So, nächstes Match. Ja. Viel Auswahl habe ich nicht. Nehmen wir den Peter. Dann eine Slubeck gleich drauf. So, was denn da jetzt noch? So, also. Und dann haben wir hier einen Eugene Belcher. Na, der Puppenfreund ist nicht gerade. Ein Furzkurs. So. Da lernt man richtig die Töne rauszupressen. So. Und 94. Weiter geht's. Fortfahren. Nächstes Match gegen Porchstick. Okay, gegen Porchstick. Haben wir hier einen Peter. Und wir fangen mit der Tina an. Mit dem Teenje. Porchstick, was hat denn der da oben? Ein 13er Bobby. Leck mich am Arsch, ey. Spinnst wohl. 13er Bobby. Okay. Müssen wir gleich mal hier aus dem Weg. Oh, Alter. Peter. Jetzt hier hinten den Bildhauer Peter noch nebendran. Willkommen, Mojito. Oder sollte ich hier den Waschbrettbänder hinterher klatschen? Und irgendeiner kriegt jetzt noch einen 20er Push. Kommen wir mal in den Waschbrettbänder hinterher. Und dann. So, jetzt nochmal ein Peter. Jetzt sieht die Sache da. Oh, schon, wollte gerade sagen, deutlich viel freundlicher aus. Aber
So, jetzt sind wir eigentlich durch. Was haben wir denn? Wie viel Schaden macht denn der jetzt? 10, 10, das sind 20, also muss ich nur irgendwo, das sind jetzt 24, das wären 26 und damit hätten wir es. So, gegen Porch Deck. 82. So, weiter geht's. Tim the Tank von Aqua Unit Patrol. So, jetzt schauen wir mal, was der hier so bringt. Komm, dann machen wir den Yachtclub draus. Dann Rogers Kleiderschrank, Bürgerkriege. Bildhauerpeter. Siehst du, jetzt heißt er schon gar nicht mehr Skulpturenpeter. Jetzt heißt er Bildhauerpeter. Jetzt haben sie inzwischen den Namen schon angepasst. Wahrscheinlich haben sie unser Video mal gesehen, haben sie gesagt, der Skulpturenpeter klingt total bescheuert, ja? Machen wir jetzt den Bildhauer-Peter draus. Was tun wir denn hier? Ein Bildhauer-Peter. So. Ja. Und oh, ich greife jetzt auch nochmal an. Jetzt greife sie auch nochmal an. Jetzt greife sie auch nochmal an. Und dann haben wir Genoss, den Genossen. Nein, dann mache ich doch mal hier den Diorama-Gene und baller gleich mal da oben die. Diorama, nicht Diorama. Oh. Du hast tatsächlich recht. Diorama. Tatsache. Tatsächlich. Rama Buddha. Dira. Oh nein, sag das bitte nicht. Warum? Nicht Rama. Wieso? Nicht Rama. Da habe ich schon wieder ganz komische Erinnerungen Warum? an irgendeinen Stream damals. Nein, bitte nicht. Ach so, Nein, bitte nicht. den Bitte guten nicht. alten. Da gab es mal den Rama-Brot vom Nussi. Ach stimmt. Weißt du das noch? Vielleicht sieht er ja das Video sogar. Da wird er sich bestimmt auch noch an diesen Livestream erinnern. Das war Was? hardcore. Dieser gute alte. Das war mega krass. So, Der also. Anglerfisch mit gebacken. Nee, das war. Nein, das war nicht das. Was denn? Da ging es um eben Rama. So. Also. Achso. Jetzt. Es gab auch einen Livestream mit. Ja, nee, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt dran denken. So, also, dann haben wir jetzt Also hier. müssen unsere Videos unbedingt nach dem Backfisch suchen. Nein, Ihr müsst ihr euch schon mal voll eine Kanne geben. das will ich nicht. Und bitte nicht damit jetzt wieder anfangen. Ich glaube, ich habe den Livestream sogar auf privat gestellt. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, also. Grinwell haben wir jetzt hier auch bezwungen. Gibt es eine glatte 100? Ja, freue mich. Weil er einen. Du weißt schon, was steuern kann. Ist doch Deswegen scheißegal. Silber. Ich freue mich gerade voll. Super. Ich freue mich gerade voll, ja. Ja, nur zur Erklärung, warum ich mich jetzt freue, weil wir nebenbei, sage ich mal, Mein haben Controller ist aus. wir. Oh. Nebenbei. Wir kamen vor kurzem auf die Idee, wir könnten ja mal wieder Gran Turismo auspacken. Und. Ich komme auf die Idee, du Ja, nicht. du kamst auf die Idee, das ist ja in Ordnung. Und jeder kennt das vielleicht, also. Die Jeder kennt das. meisten, zumindest die Auto-Freaks, die kennen Gran Turismo.
Und das da gab's Auto, wie es jeder normale Mensch kennt. Nein, nicht nein, nein. Nicht jeder normale Mensch, aber die Autofreaks kennen das. Und da gibt es diesen, B-Spec-Modus. Und da haben wir uns jetzt mal einen Typen hier angelegt, wow, damit er mal parallel einfach mal ein bisschen ja, was fahren kann. Er kriegt hin, einen Maserati zu fahren. Vorher hatten wir dem eine richtig krasse Kiste unter den Arsch gesetzt und damit kam er durch keine einzige Kurve durch. Vielleicht kennt ihr den Buick Special, den haben wir auf 600 kW hochgepusht, weil er gleich irgendwie komplett komisch ist. Warum? Das Ding ist geil. Ja, aber der bricht eine Kurve. Damit gewinne ich ja sogar gegen die Rennwagen, ja. Das ist schon, muss man sich vorstellen, so ein Oldtimer. Oldtimer. Und mit der Kiste gewinne ich hier gegen absolute Racing Cars, Pagani und so. Das ist so geil. Das macht so macht so einen Spaß, ey. Ja. Und na gut, aber ist halt jetzt nicht unbedingt das Anfängerauto und dementsprechend hat der es halt nicht geschafft, mit der Kiste auch nur eine einzige Kurve zu fahren. Und ist ständig so rausgekommen. So reich sind wir jetzt auch nicht in diesem Spiel. Wie, so reich sind wir auch nicht in diesem Spiel? Vom Geld her. Achso. Ja, ja, man muss ja halt immer mal irgendwo wieder was reinballern, ne? Sonst. Aber gut, jetzt lassen wir den mal sein nächstes Rennen fahren und in der Zwischenzeit mache ich hier meine Kämpfe weiter. Ich bin immer gespannt. Juhu, er ist schon wieder erster, wer hat das gedacht? Ja, das ist geil. Was? Oh Mann, er fährt gegen den Citroën. Das muss ein erster sein. Mein erster ist noch heulig. So, also, jetzt wie viel Schaden mache ich eigentlich? Ich mache 27 Schaden, dann lasse ich das jetzt einfach mal so. Push nur einmal von der... Nein, nicht push. Doch, ich push von der Seite. Nein, push. Ich push von der Seite nochmal. Das muss auf Deutsch gesagt werden. Was? Ja, so, nein. So, und jetzt machen wir hier noch eine Tina mit hinterher. Und okay. Gut, der wird jetzt halt überleben. Das ist mir jetzt aber auch Jacke wie Hose. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich die vorne noch irgendwie geheilt bekomme. Gibt's irgendwas? Das ist die Mauer. Das, ja. Na gut, da kommt nochmal die betrunkene Liga vorne hin fertig. Und dann haben wir also wenigstens geheilt und haben noch eine glatte 100 geholt. Jawohl! Mega geil! Mega nice! Ja. So. Gegen Jason von Aqua Unit Patrol. Okay, dann haben wir den Peter. Nein. Und mit dem Peter baller ich da oben den Mr. Business. Das reicht nicht? Okay. Wegen dem Schild. Wegen dem Schild. Komm, jetzt machen wir da oben die Katz weg. So, endlich mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. So wohl nicht. Ja. Nachher gleich Theorie. Versuche ich jetzt mal die One-Art-Please mit der Lila zu kombinieren. Oh ja, genau. Weil ich auf die Powerkarten achte. So, und ich versuche mal die Fusions abzulesen. So, also. Lass ich gucken, ob ich nochmal fusen kann oder nicht. 97, was schlabberst du? Ja, schlabberst du? Gleich hat er damals mal die Werte so gezählt. Also, jetzt schauen wir mal hier rein. Gucken wir mal. Also das Ding, das sollte eigentlich definitiv gewonnen sein. 27.000. Gucken wir mal. Ja, leider kann man momentan die Zahlen nicht sehen.
Ich kann es nur in etwa abschätzen, dass hier sind immer 9 Stück. 9, 18, 27, 36, 36 und 8 sind 44. 44 haben die 27.000, also da wird nicht mehr viel passieren. Frankensee, Dietronic, Night Orc, Manuel K., Chris, Nero, Tito Jack, Dennis, Hazela, der Pate, Krankos, E. Robert, Teklis, Tularis, Abdem, Arsch, Tromi, Topdas, Mimo, Kings, Olli, Z, Big, Big, Robert, Henny, Manuel, ja, Junkhead, dann komm ich, Ramim, A, Dani, Achtnatsch, Michael, Mäschen, Fatburger, Jojo, Shooter King, Krumelli, Ricky, Spanish, Ansgar, Eat Fresh Food, Max, Max, Sonja, Ulrike, K, Lord Universe, Thomas, Cookie, Apokalyptika und Gecko Moria. So, das waren hier die Kämpfe jetzt aus Gilde Nummer 1. Gehen wir mal in Gilde Nummer 2. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mal was in die Kommentare und die Mikrofone fliegen tief. Also macht's gut, bis dann und tschüss.